herzlich willkommen beim Mika Caravan in Dinkelsbühl. Ich möchte euch heute einen kleinen Streifzug in der Werkstatt gönnen und ich möchte euch eine Neuigkeit vorstellen bei uns, wo wir unsere Serviceleistung für euch ein bisschen verbessern. Bei uns gibt es aktuell eine Mika Caravan Portalkarte, möchte ich es mal nennen, Werkstattkarte. Da ist euer Fahrzeug drauf mit einem QR-Code, der bei jedem Umbau ab sofort mit ausgehändigt wird. Und was es damit auf sich hat, das wollen wir heute in dem Video alles besprechen. Also, bleibt dran, wenn ihr neugierig seid und wir ziehen los. So, auf dieser Seite des Fahrzeuges fangen wir hier mal an. Hier machen wir einen Solarregler rein, hier machen wir einen Ladebooster rein. Hier unten setzen wir unsere ganzen Verteiler. Hier war mal eine Batterie, die müssen wir hier entfernen, weil damit kommen wir nicht klar. Warum? In das Fach, wo natürlich hier vorne der Sicherungskasten montiert ist, den wir natürlich hier lassen, passen keine zwei Batterien rein. Der Kunde möchte aber, wupp, hier zwei Akkus haben. Also, was machen wir? Wir bauen das Ganze um, setzen hier die zwei Akkus rein und hier machen wir unsere ganzen Verteiler. Die Kleingeräte wie Solarregler, Ladebooster bauen wir hier sauber ein und verzapfen das Ganze hier mit unseren Verteiler. Und dann kriegt der Kunde natürlich noch eine Kombi, eine 2000er, die werden wir hier unten verbauen. Da haben wir ein tolles Fach dafür gefunden. Da müssen wir den Kunden auch gar keinen Platz wegnehmen und das ist eine ganz tolle Geschichte. Dann hat er noch zweimal 130 Watt Solar aufs Dach bekommen. Also echt ein schönes Paket und ihr seht hier schon den Kabelquerschnitt. Da kann mal richtig Strom fließen, klar bei 2000 Watt und der Entfernung, da kommt ein bisschen was zusammen. Also ihr seht schon, was das alles immer für Aufwand bedeutet, was hier alles demontiert werden muss. Die Sitze müssen raus, die Kabel müssen gezogen werden, Halter müssen gebaut werden. Hier müssen wir Bretter dazu machen, damit das alles schön schick ist. Ja, jetzt kommen wieder die ganz Schlauen. Ja, warum ist keine Kante drauf? Weil du danach nichts mehr siehst, ist ja auch der Sitz drauf. Somit macht es hier auch gar keinen Sinn. Dementsprechend verbauen wir das dementsprechend halt einfach in diese Richtung, damit man sauber überall hinkommt. Dann kommt natürlich auch noch ein Taster hin, weil hier kann man natürlich den Taster nicht mehr drücken. Also bauen wir den raus, sodass er auch funktionell bleibt. Dann hat er hier ja noch einen Hauptschalter, den lassen wir natürlich, den bauen wir nicht weg, weil das Loch ist ja schon drin. Und ja, so sind wir bei dem Fahrzeug schon ziemlich durch. Machen morgen noch ein paar Restarbeiten und die 230 Volt Verteilung. Und dann geht es auch schon weiter. Aber kurzum, jetzt schauen wir noch mal ganz kurz aufs Dach. Da möchte ich euch natürlich auch mitnehmen. Oh, hier haben wir die zwei Solarmodule montiert. Eins vorne, eins hinten, schön sauber aufgeklebt. Warum haben wir uns für die Anordnung entschieden? Da lässt sich ja auch immer drüber streiten. Ich wollte hier ziemlich weit weg, weil hier haben wir natürlich noch die Satzschüssel, damit wir hier keine Schattenwerfungen haben. Vorne eins, hinten eins. Wenn wir mal eine Teilverschattung haben, halbes Fahrzeug steht im Schatten, dann haben wir immer noch ein Modul, wo richtig sauber arbeitet. Ja, der Kabelkanal ist leicht gelüftet, damit das Wasser durch kann. Das wird nur punktuell verklebt, sodass auch dementsprechend hier das Wasser durchfließen kann. Dann haben wir hier die Dachdurchführung sauber und ordentlich verklebt, damit das Fahrzeug auch kein Wasser im Innenraum enthält. Und natürlich haben wir unsere Solarpaneele geklebt und definitiv nicht geschraubt. Das habe ich schon oft in meinen Videos gesagt, immer wieder passiert es, dass Schrauben ins Dach gemacht werden. Fatal, einfach fatal, weil ich blende jetzt mal mein Hallendach hier ein. Das sind Sandwich-Paneele und hier sieht man auch überall die Schrauben durch. Seht ihr das? Von oben durchgeschraubt. Ich kann euch sagen, wenn es draußen richtig regnet, stelle ich hier bestimmt 6 Eimer auf. Und genauso ist es mit einem Wohnmobildach.
Wenn ich eine Schraube reinmache, früher oder später lässt die Schraube Wasser durch. Es ist ganz egal, was ich da alles draufschmier, drumherum schmier. Es sind verschiedene Materialien, verschiedene Bewegungen da. Es wird einfach immer passieren und drum hat eine Schraube in einem Wohnmobildach einfach nichts zu suchen. Das ist meine Auffassung und wurde auch schon von vielen Seiten bestätigt und viele halten sich daran. Gibt wenige, auch leider Gottes Hersteller, die sich nicht dran halten, aber das muss jeder für sich entscheiden. Ich jedenfalls mache keine Schraube ins Dach. Was habe ich hier? Sitze. Von einem Chanson ausgebaut. Warum? Weil der Kunde die drin hatte, der die natürlich nicht mehr braucht und möchte diesen Stauraum natürlich nutzen. Also, was haben wir gemacht? Haben die Sitze ausgebaut. Tolle Sache. Dann gewinnt er wesentlich mehr Stauraum. Wir machen jetzt da nur Klappe drauf und dann haben wir hier fett Stauraum gewonnen. Auf der anderen Seite haben wir den Sitz auch ausgebaut. War ein bisschen ein Aufwand, weil man natürlich da einen ganzen Komplex hier zerlegen muss, weil da drunter der Wassertank ist. Aber auch hier haben wir den Sitz ausgebaut, weil er ihn eben einfach nicht braucht und somit hier den Fußraum als Stauraum gewinnt und natürlich eine wahnsinnige Gewichtsersparung hat. Das ist phänomenal. So viel Gewicht, wie die Eisendinger da wiegen, wenn man nur zu zweit unterwegs ist und die Sitze nicht braucht, raus damit. Tolle Lösung und der Kunde ist zufrieden. Jetzt kriegt er nur ein Solarmodul. Der Kunde war schon mal bei mir, hat hier schon mal einen größeren Umbau gekriegt. Hier sehen wir, was wir hier eingebaut haben. Booster, Solarregler ist jetzt da drin, Kombi ist drin und so weiter, Lithium-Akku ist drin. Und jetzt ergänzen wir nur ein paar Kleinigkeiten. Unter anderem Kühlschranklüfter und eben auch eine Solaranlage. Gucken wir mal schnell nur aufs Dach. Hier haben wir es montiert. Ist noch nicht ganz fertig. Warum ist sie noch nicht ganz fertig? Weil natürlich noch der Kabelkanal fehlt. Hier haben wir schon eine Platte, die war schon drauf. Wir haben jetzt noch eine 100 Watt Peak Hochvoltmodul dazu gemacht, damit er halt einfach ein wenig schicke Leistung hat und dementsprechend was runterkommt. Also ihr seht, wir sind vollauf besetzt. Auch hier haben wir ein wunderschönes Fahrzeug, einen Chausson. Der hat heute einen Ladebooster bekommen von WCS und ein Ladegerät für seine Lithium-Akkus. Den haben wir auch fertig gemacht, der wird morgen geholt. Draußen steht einer, den sehen wir durchs Tor durch. Den haben wir auch schon fertig gemacht, der wird morgen auch geholt. Also hier geht's richtig rund. Ja, was habe ich eingangs gesagt? Eine Kundenportalkarte. Der Name, den kann sich jetzt jeder raussuchen. Ich nenne es Kundenportal. Das ist das Ganze, was wir eingeführt haben. So bekommt jeder eine Miga-Caravan-Karte, wo die Fahrgestellnummer, der Fahrzeugtyp und ein QR-Code hinterlegt ist. Mit diesem QR-Code einfach mit dem Handy kurz einscannen oder mit dem Tablet, ganz egal, dann ist er schon auf seiner Umbauseite. Das heißt, auf dieser Seite wird alles dokumentiert, was in seinem Fahrzeug von Miga Caravan aus verändert worden ist. Er hat jederzeit Einblick darauf, eine bebilderte Dokumentation, das heißt, hier wird dokumentiert, wo die Sicherungen sitzen, bebildert dementsprechend, damit er weiß, wo man da ran kann, wo die Sicherungen auch wirklich sich befinden. Unter anderem alle Bedienungsanleitungen von den Geräten, die wir verbaut haben und Spezifikationen plus einen Text, wo Besonderheiten und den Einbau noch einmal kurz beschreiben. Unter anderem natürlich auch unsere Telefonnummer. Und jeder kennt unsere E-Mail-Adresse, Miga Caravan, kann man auch dementsprechend, wenn dann Themen sind oder Rückfragen sind, einfach anrufen, wo ihm dann dementsprechend geholfen wird. Ich finde, das ist ein ganz tolles Thema. Wir möchten damit einfach den Kunden noch mehr Service bieten. Bedienungsanleitungen verschlampert man mal, legt man mal wohin. Die Karte einfach in die Sonnenblende rein und er kann jederzeit auf seine Bedienungsanleitung zurückgreifen, was er von uns verbaut gekriegt hat.
finde ich ein ganz tolles Feature, kann nachlesen, wo was ist, wenn er mal in Spanien, Italien oder sonst was ist, eine Sicherung fliegt raus, wo ist sie denn drin, kann seinen Umbau auch dementsprechend immer mal angucken, waren wir da auch wirklich dran, haben wir da eine Sicherung reingemacht, ist da was und kann sich somit in vielen, vielen Fällen auch selber helfen, weil wir natürlich keine 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar sind, sondern wir haben Feierabend, wir haben nachts, wir haben Wochenenden, wo es dann etwas schwieriger wird und da sind solche Dokumentationen dann schon hilfreich. Ich hoffe, dass das von euch gut angenommen wird, hat für mich einen Haufen Geld gekostet, weil wir mussten das Portal natürlich auch programmieren lassen, die Kastenkarten da, die erstellen wir dann jedes Mal selber, braucht man aber natürlich das ganze Equipment dazu, braucht einen Kartendrucker und, damit man das dementsprechend auch alles umsetzen kann. Und es kostet natürlich auch Zeit, weil das Portal muss ja auch anständig gepflegt sein, damit auch ihr, die Kunden, was davon habt. Jetzt schauen wir uns das Ganze aber mal in der Nähe an, wie das Ganze ausschaut im Überblick. Und da gehen wir mal kurz am PC und dann nehme ich euch da mal mit. So, und hier sind wir jetzt in einem Kundenportal. Hier sehen wir jetzt die Fahrgestellnummer Ford-Challenger. Dann kommt darunter die Dokumentation, Handbücher der installierten Produkte. Das heißt, hier stehen bildlich die Produkte und darunter natürlich hier WCS Solarregler. Und dann erscheint auch die Anleitung dazu. Hier unten ist dann der Renovierungsprozess. Hier sehen wir jetzt eine Solarplatte, das sind Bilder. Dementsprechend natürlich immer die Solarplatte, weil wir haben jetzt einfach nur mal eine Solaranlage dementsprechend montiert. Und darunter kommt dann der Umbau des Fahrzeuges, Challenger 260, Ausbau der hinteren Sitze. Da haben wir gerade dokumentiert, das habt ihr gerade gesehen. Solaranlage, Erweiterung, WCS 100 WB Modul mit den ganzen Daten und Eigenschaften. Und das Solar wird bei uns ausschließlich geklebt, das Kabel mit einer entsprechenden Dachdurchführung ins Fahrzeug geführt. Dann kommt natürlich, wenn das Fahrzeug fertig ist, noch die Enddokumentation dementsprechend und natürlich auch noch die Bilder, wo dementsprechend alle gemacht wurden während des Umbaus. Hier können wir dann verschiedenst natürlich unterschiedliche Dokumentationen einfügen, unendlich, PDFs und alles Mögliche. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen, weil so kann natürlich jeder seinen Einbau nachgucken. Ne? Und jetzt gehen wir einfach mal auf WCS Solarregler, zack, gehen wir da drauf und schon haben wir das Handbuch für den Solarregler. Können wir alles durchlesen, können die Einstellungen durchlesen und können uns alles anschauen. Und so geht es natürlich mit allen Produkten, ob das ein Booster, ob das eine Kombi ist oder was auch immer, wird genau so hier dokumentiert und auch in Text und Bild sowie in den Bedienungsanleitungen. Und ich glaube, das ist eine gute Geschichte, weil das vielleicht den Kunden hilft, in verschiedenen Situationen mal eine Sicherung zu finden, wie schon mehrfach erwähnt, aber auch die ganzen Bedienungsanleitungen, die man nicht ständig mit sich führt, wenn man auf Reisen ist, dann hier online jederzeit abrufbar sind und man nachlesen kann, wenn mal eine Meldung kommt oder wenn man nicht mehr weiß, wie funktioniert jetzt das, für was war der Knopf oder wie lese ich da was aus, dann kann man das hier sauber und ordentlich dokumentieren. Und das finde ich schon eine ganz tolle Sache. Das nächste ist, was wir zusätzlich noch machen wollen, ist ein kleines Endvideo von verschiedenen Techniken der Erklärung her, damit Kunden auch in dem Video als Link da drin haben, wo sie auch mal nachgucken können, spezifisch für ihr Fahrzeug, was haben wir da gemacht und für was war jetzt der eine Schalter, für was war der andere Schalter. Man erlebt es ja immer wieder, Kunden lassen wir es umbauen und dann vergeht einige Zeit, Fahrzeuge stehen natürlich, wir müssen alle nur arbeiten und Mensch, für was war jetzt der Knopf wieder, für was war jetzt das wieder, wie funktioniert das jetzt wieder, wenn der Booster das macht, wie kann ich jetzt meine Starterbatterie wieder voll machen und so weiter und so fort. Und dann ist man da einfach ein bisschen safe und kann das Ganze nachlesen und kann sich da jederzeit selber helfen. Ich finde, das Portal ist gut gelungen, ist eine schöne Sache und ich würde mich freuen, wenn ich eure Meinung dazu erfahre, wie ihr das seht und
ob vielleicht auch von euch noch die ein oder andere Idee dazu kommt. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war interessant. Ich hoffe, das Kundenportal findet ihr genauso gut wie ich. Über einen Kommentar freue ich mich natürlich über Anregungen, falls ich hier, hoppala, Entschuldigung, was vergessen habe, wo ihr sagt, Mensch, das muss noch unbedingt rein oder das fehlt noch oder das ist zu viel oder das ist alles sowieso Quatsch. Schreibt es mir ruhig in die Kommentare. Ich bin mega gespannt, wie wir da aufgestellt sind, wie ihr das seht. Und ja, bei uns in der Werkstatt richtig was los. Ich hoffe, es war wieder ein bisschen interessant für euch. Im nächsten Video werden wir wieder mal detailliert ein bisschen mehr in die Technik eingehen. Da habe ich ein paar Sachen vorbereitet, speziell was Akkus betrifft, Lithium-Akkus betrifft. Und ich freue mich drauf, euch wieder zu sehen und wünsche euch bis dorthin alles Gute. Bleibt gesund, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, euer Michael. We'll be right back.